So, dann haben wir hier noch so ein paar Anhänger von Ondra, mit denen wir was klären müssen. Da gucke ich auch gerade noch mal schnell in meine schlauen Notizen. Okay, wir gehen jetzt einfach rein und verhauen die. Also wir reden mit denen, dann verhauen wir die. Und dann geht's uns besser. Und dem Okron dann auch. Vielleicht sollte ich mich dann gleich schon ein bisschen passend positionieren mit meinen Leuten, wenn wir jetzt eh gleich die hauen. Hi. Ready, Watcher. Need something? Ihr dürft euch in die Ecke stellen. I'm here. Na, du musst ja eh mit der quatschen gehen. I'm here. I'm ready. So. Yes? Kampfformation Gesprächskreis steht. Du bist zurück. Wie kann die Göttin dir helfen? Ich habe eure verschissenen Kisten gefunden, in denen nichts außer Steinen drin ist. Was soll denn der Scheiß? Wo ist mein Loot? Ah, dann hat es wohl keinen Sinn mehr, diese Scharade fortzuführen. Ihre Komplizen ziehen ihre Klingen. Mhm. Aber wir sollten nichts überstürzen. Sie hebt eine Hand. Die Diebe halten ihre Waffen weiter auf dich gerichtet. Ja, wir haben etwas vorgegaukelt. Aber tun Ondra-Priester das nicht auch? Staubbohnen und Reisende geben uns Dinge, die sie vergessen wollen. Wir lassen sie verschwinden. Ist das nicht das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Ondra-Priester nehmen Sachen, die tatsächlich einen Erinnerungswert haben, und geben sie ins Meer. Und leiden für die Leute, die ihnen das Zeug geben, quasi für immer unter den Erinnerungen, die die loswerden wollen. In der Hoffnung, dass es denen dadurch besser geht. Ihr nehmt irgendwelches Zeug, was cool und wertvoll ist von den Leuten, steckt's euch selbst in die Tasche und wie es denen geht, ist euch vollkommen Wumpe. Nein, das ist nicht dasselbe. Wir sind keine Mörder und wir würden diesen verfluchten Ort liebend gerne hinter uns lassen, Lafter deutet auf ihre Komplizen. Ja. Not gonna happen. Es muss doch kein Blut fließen. Ich will dir gerne helfen, ein Auge zuzudrücken. Sie blickt dich intensiv an. Du, ich drück dir gleich beide Augen zu. Was schlägst du vor? Ich will nichts von euch, aber ich werfe euch auch nicht den Dorfbewohnern zum Fraß vor. Nee, nichts gibt's. Brenn alles nieder, ja. Nee, das kommt nicht in Frage. Ihr könnt euch hier vor den Dorfbewohnern verantworten oder vor meinem Dolch. Lafters Gesicht verhärtet sich. Als sie den Arm hebt, fällt ihre Robe zurück und du siehst, dass sie eine gespannte Pistole auf dich richtet. Ja, das wollen wir doch mal sehen, ob du hier eine gespannte Pistole auf mich richtest, du blöde Kuh. Du blöde Nuss. Ihr könnt jetzt gleich hier mal so richtig auf die Fresse kriegen. Ihr brüllt auch gleich mal. Ready. Warum haben wir eigentlich hier schon so viele Zauber verbraucht? Ist der tatsächlich weggegangen, als ich eine Interaktion benutzt habe? Dass ich das nicht regeneriert haben? Ach, egal. Muss ich so viel rumcasten? Ja, ich muss. Hier, so, jetzt kriegst du auch noch ins Gesicht. Ja, hier wird nicht rumgezaubert. Nee.
auch nochmal heilen. Immer alle so meine Backline hassen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, dann hau halt die. Sehr gut. Du darfst dir selbst eine tätscheln. Kannst du den Tod kriegen vielleicht? Denn? Autsch! Das ist auch nicht nett hier. Ah ne, ja, wir brauchen nicht mal da hinten. Das geht hier sonst ganz böse aus gleich wieder. Gib mir nicht um, Schätzchen. Na gut, kipp doch um, es ist in Ordnung. Aber vielleicht steh wieder auf. Ja, genau so. Kannst du jetzt vielleicht hier mal den Caster umhauen, Lin? Kann ja schwer sein, oder? Au! Oh. Oh, Hölle! Ja, man kann auch zweimal im Kampf auf der Fresse liegen. Es ist in Ordnung. Vielleicht nochmal brüllen? Dafür, dass die nur Level 5 sind, sind die ganz schön hart. Ja, hervorragend. Die Manea hat sich das Knie abgerissen und mein Schätzchen hat sich mal wieder das Handgelenk verstaucht und sich das Auge anschwellen lassen. Hm. Herrlich. Ganz viel Loot. Absolutely. Hope that helps. Das Zeug, was ich suche. Zauberbuch. Ein Schlüssel, mit dem ich vielleicht die Kiste aufgekriegt hätte, aber wer braucht das schon? I'll see what's ahead. Da liegt ein Elf im Staub. Ja. Mehrfach. Oh, stimmt, ich habe hier noch Zeug rumfliegen. Was will ich denn mit dem ganzen Scheiß hier?
Das Expeditionstagebuch des Len Key, das wir vorhin bei der Berge angekriegt haben und vielleicht mal hätten lesen sollen. Im Ledereinband dieses Tagebuchs ist ein Schlüssel eingeprägt. Die meisten Seiten sind voller rostroter Flecken oder Schrift, die zu klein zum Lesen ist. Gegen Ende des Tagebuchs kannst du jedoch einen Abschnitt entziffern. Ich konnte nicht feststellen, wie die Vordertür sich öffnen lässt, selbst nachdem sie die eiserne Kachel aus dem Relief gehebelt hatte. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, dass der alte Velianer recht hatte. Wir müssen ihn loswerden, aber wir können erst handeln, wenn wir die White Forge zerstört haben. Nix wird hier zerstört. Selbst sein dürftiges Wissen war für uns eine Erleuchtung. Und wenn er recht hat, müssen wir hoffen, dass das Lied, von dem er spricht, irgendwo niedergeschrieben wurde. Wir haben beschlossen, unser Lager aufzuschlagen und nach Büchern oder Unterlagen zu suchen. Alles ist besser, als nur in diesem Schneesturm herumzusitzen. Diese Latin-Key-Typen sind immer so arrogant und pissig, echt. Oh, da sind aber viele neue Zauber drin. Schreiben wir mal alles ab, wie damals in der Schule. Eures Späßchen, aber danach kann ich das Zauberbuch wenigstens verhökern. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich die Wirkung vom Ventilator nicht mehr spüre. Wollte ich diesmal nicht unterhalten, oder Leute? Nein? Sehr gut. Ich hoffe, du bringst gute Kunde. Ja. Ich weiß, wo der Gabenbringer deine Erbstücke entsorgt hat. Nein, ich habe deine Erbstücke einstecken eigentlich. Hast du sie gefunden? Was ist mit dem Medaillon? Ja, ich habe dein Medaillon. Ich zeig's mir. Der Zwerg grinst unter seinem borstigen Bart breit. Hier, bitteschön. Okron nimmt das Medaillon vorsichtig in seine Handflächen, um es nicht mit seinen schmutzigen Fingerspitzen zu beflecken. Ja, das ist ihr Medaillon. Er lächelt und richtet mit einiger Mühe seine Aufmerksamkeit wieder auf dich. Du hast heute eine gute Tat vollbracht. Wenn ich den Schatz eines Königreichs hätte, um ihn dir zu geben, das passt schon. Was auch immer du entbehren kannst, ich nehm's. Ich habe deine Rüstung gefunden. Ich brauche sie nicht. Was sollte ich damit anfangen? Er nickt. Behalte sie. Möge sie dir Glück bringen. Ey, du musst mir dafür kein Geld geben. Dreht sich um und geht fort. Er blickt nicht auf den Pfad vor sich, sondern auf das wertvolle Erbstück in seinen Händen. Dennoch scheinen die Schritte seiner kurzen Beine voller Zuversicht zu sein. Ey, du musst mir aber doch dafür kein Geld geben. Na gut, ich nehm's. Ich habe ja auch gerade Geld rausgehauen. Sind zumindest die zwei sechste Level-Spells, die ich aus dem Buch kopiert habe, wieder reingekommen. Meine Burg hat Steuern eingetrieben, 208 sind an Banditen verloren gegangen und fast 580 gut verdient. Oh, das ist schön, ich krieg hier tatsächlich jetzt immer mal Geld. Super, ich mag das. Ja, und was kann diese Rüstung jetzt? Die irgendwem gegeben? Die habe ich tatsächlich der Manika gegeben. Ja dann.
Du hast die arme arbeitende Bevölkerung geknechtet und ausgepresst. Hervorragend. Nein, das habe ich überhaupt nicht. Hier, Manea, ich habe nachgelesen, das gehört dir. Also, ich stehe ja jetzt eigentlich nicht auf so riesengroße Frauen, aber das macht schon was hier in der Rüstung. Schon nicht so. So, da wir die ganze Zeit hier irgendwie die alte Rüstung vom Edir weitergeben, jetzt ist deine Gelegenheit, sie zu tragen. Nicht für lange, irgendwann kriegst du was Leichteres, aber fürs Erste. Außerdem kann ich dann den anderen Scheiß verkaufen. So, ich glaube, dann haben wir es hier und können erstmal wieder zurückreisen. Dann machen wir einen kurzen Zwischenstopp bei mir zu Hause, gucken uns an, was dieser, von dem ich schon weiß, böse Gast, der bei mir zu Hause im Thronsaal rumsitzt, zu tun hat. Und dann gehen wir in die Hauptstadt und tun Dinge. Unter anderem uns ein Drachenei kaufen, weil wenn man ein Drachenei isst, kriegt man 3 Resolve und dann müsste ich eigentlich genug Resolve haben, um die 16, die ich brauche, um einen süßen kleinen Wolf zu beruhigen, zu knacken. Ja. Oh, ist das nicht süß? Sie waren beide gleich oft bewusstlos. Beide jeweils 10-mal im Staub gelegen. Das verbindet. Das ist so romantisch. Genau, ich will zurück in den Deerwood und nach Cardnoir. Wochenlang unterwegs, beruhigt er sich nicht vielleicht in der Zwischenzeit von selbst? Hä, wer? Wer beruhigt sich? Hm. Ach, der Wolf, nee, nee. Better indeed. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ein gesuchter Verbrecher namens Nairi, die Geschickte, ist in der Festung erschienen und er bittet Hilfe dabei, aus dem Deerwood zu fliehen. Noch ein böser Besucher. Ja toll, den anderen hatte ich schon nachgelesen, wie es geht. Ich vermute, dass sich die Elfen gemeinsam im Dreck gewälzt haben. Ich würde davon ausgehen, dass zumindest Ardoth ein bisschen zu reinlich dafür ist. Lynn vielleicht auch. Ja, ich recherchiere mal kurz, wer Nairi ist. Und was man mit ihr tun kann. Ich glaube, es ist ein Frauenname? Ja, es ist eine Frau. Juhu, Besucher, Party, let's go! Ja, yay, Besuch!